Mensch, Herr Ober, wie lange muss ich noch auf meine Suppe warten? Moment, Moment, sie ist schon unterwegs. Bitte sehen Ihre Suppe, Mahlzeit. Herr Ober, kommen Sie bitte. Nehmen Sie die Suppe wieder mit, die ist kalt. Wie können Sie sagen, dass die Suppe kalt ist? Sie haben mir die Suppe überhaupt noch nicht gekostet. Mensch, Herr Ober, ich habe ja gesehen, wie Sie Ihren Finger in die Suppe gedunkt haben. Und da nehme ich an, dass die Suppe kalt ist. Wissen Sie, ich habe mir vor drei Wochen habe ich einen rostigen Nagel reingekriegt. Das hat noch so zum Eitern angefangen. Ich bin jetzt zum Arzt gegangen und der Arzt hat gesagt, nach Möglichkeit soll ich den Finger warm halten. Herr Ober, wenn Sie schon unbedingt müssen Ihren Finger warm halten, dann stecken Sie ihn doch hinten in Ihren Arsch rein, aber nicht in meine Suppe. Habe ich eh gerade drinnen gehabt, aber beim Servieren brauche ich den Finger halt. Na Sisi, was erlauben Sie sich überhaupt mit mir, Mann?